Am 25. April 2016 wurde der damals 51-jährige Ali Hedir Doğan auf einen Haftbefehl des Kammergerichts Berlin hin in Bremen festgenommen und in die JVA Berlin-Moabit gebracht. Ali wurde also eingesperrt und wird der Mitgliedschaft in einer angeblichen terroristischen Vereinigung angeklagt, weil er den Kampf gegen den islamischen Terror unterstützt und Werbung macht für eine legale Partei, die sich für eine Demokratisierung der Türkei und für Minderheitsrechte einsetzt. Es ist absurd. Diejenigen, die den Terrorismus bekämpfen und sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Syrien und der Türkei einsetzen, werden von der deutschen Justiz des Terrorismus beschuldigt. Also Ali Hedir Doğan, der Angeklagte, wurde im April 2016 festgenommen, kurz nachdem Angela Merkel in der Türkei war und mit Recep Tayyip Erdoğan gesprochen hat. Danach wurde er festgenommen. Der Prozess lief dann seit April. Im Oktober wurde die Verhandlung eröffnet. Da gab es den ersten Verhandlungstag. Heute wurde das Urteil gesprochen. Das Gericht hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass die Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen begeht, die kurdische Bevölkerung diskriminiert, hat auch anerkannt, dass die kurdische Bewegung versucht hat, zu einem Frieden zu kommen. Das ist letztendlich gescheitert aus Wahlkampfkalkül Erdoğans, der gesagt hat, wir müssen den bewaffneten Kampf, wir müssen den Krieg wieder eskalieren lassen, damit wir die absolute Mehrheit bekommen, damit wir unsere Präsidialdiktatur errichten können. All das war klar, trotzdem hat das Gericht gesagt, es gibt kein Recht für die kurdische Bevölkerung, sich bewaffnet zu verteidigen. Die PKK sei eine terroristische Vereinigung weiterhin auch in der Friedenszeit geblieben und deswegen soll Herr Doğan im Gefängnis sitzen. Das, was ihm vorgeworfen wurde, Demonstrationen, Versammlungen zu organisieren, all das, das hat das Gericht auch gesagt, sind Rechte, die das Grundgesetz den Bürgern gewährt, also politisch teilzunehmen an der politischen Meinungsbildung. Mehr hat er nicht gemacht, er hat selber keine Straftaten begangen. Das wurde ihm auch nicht vorgeworfen, aber das Gericht hat gesagt, all das hat er sozusagen als Mitglied der PKK gemacht und deswegen ist er zu bestrafen als Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Konkret wurden hier drei Leute vorläufig festgenommen, ihre Personalien wurden festgestellt, ihnen wird vorgeworfen, halt Fahnen mit Aufschrift YPG oder YPG hier getragen zu haben. Das sei jetzt auch ein Verstoß gegen das Vereinsgesetz und deswegen kriegen sie jetzt auch ein Strafverfahren. Anfang März, nachdem Merkel und Erdoğan wieder miteinander gesprochen haben, hat das Bundesinnenministerium beschlossen, dass nach dem Vereinsgesetz bestehende Verbot der PKK zu erweitern, auch auf die syrisch-kurdische Freiheitsbewegung, also auf Rojava, auszudehnen, die PID, die dortige kurdische Partei, darunter zu fassen, die YPG, die YPJ, die in Rojava gegen den islamischen Staat kämpfen und da auch im Schengal zum Beispiel die jesidische Bevölkerung beschützt haben. Das wird jetzt ausgeweitet, also auch die sollen jetzt auf einmal ein Teil der PKK sein und als solche verboten sein. Deswegen soll jetzt neuerdings, also seit diesem Monat, es auch verboten sein, deren Fahnen in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil sie auch eine Folgeorganisation der PKK seien. Wir halten das für eine absolute Frechheit. Es gibt keine Belege dafür, dass es dass die PID eine Folgeorganisation der PKK sei. Das widerspricht auch dem faktischen all dem, was wir aus Rojava wissen. Deswegen werden wir das nicht akzeptieren und auch dagegen vorgehen. Ali ist einer von 13 kurdischen Aktivistinnen, die in Deutschland mit Hilfe des Paragraphen 129b verfolgt wurde. Eine Zunahme der Strafverfolgung ist vor allem nach Kobane zu beobachten. Seit langem wurden nicht so viele kurdische Aktivistinnen inhaftiert wie in den letzten Jahren.
Immer wenn die kurdische Freiheitsbewegung aus der Gewaltspirale ausbrechen wollte, war und ist Deutschland bemüht, diese gemeinsam mit der Türkei zu verhindern. Es ist für uns völlig unerheblich, ob Ali Teil der PKK ist oder nicht. Wie man ihn unterstützen kann. Moralisch kann man ihn unterstützen, auch menschlich, weil er hat nichts verbrochen. Angeblich hätte er Busse organisiert, er hätte Demos angemeldet. Also auf einer Seite wird es ein demokratisches Land, man kann sich frei bewegen, aber wenn es um Kurden geht, auch wenn man einen Bus für eine Demo organisiert hat oder für ein Newroz-Fest, dann wird man als Terrorist angesehen.